Hey Freunde, willkommen zu Saints Row Get Out of Hell. Wir spielen die Kampagne. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen angespielt, aber nur so in der Hölle rumgeeiert. Zum Gucken, ob es auch gut läuft. Musste die Grafik ein bisschen runterdrehen, aber egal. Sound runterdrehen und es passt. Die Geschichte werde ich nicht labern, die Texte sind mir zu schnell und es geht los. Das Intro. Und ich halt bei der verfluchten Scheiße hier die Schnauze. Once upon a time in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of games? Birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. All right. Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Who the fuck is... Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Christ. Guys, I think it's laughing at us. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny! Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Ja, Freunde, das war dann der Vorspann oder das Intro. Und dann sind wir auch schon in der Hölle. Im sechsten Kreis des Teufels. Oder im neunten Kreis des Teufels? Keine Ahnung. Oh, ein Tornado. Hilfe. A bright future and a better afterlife. Dane Vogel. Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years.
You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Okay, wir müssen ein Auto suchen. Welche Richtung? Ups. Kann man da durch? Oh, ja, man kann. Die kann's nicht, ich kann's. Schon wieder. Nein, nein, nein! Oh ja! Peace, Satan. Oh, wo sind wir denn? Oh, oh. Hey, was ist denn das? Hast du Kopfschmerzen? Oh, du Armer. Ui, ich hab ein Messerchen. Juhu! Life is good. Oh, oh. Nehmen wir den Monster Truck oder nehmen wir den Müllschlucker? Was hat er denn da hinten geladen? Bestimmt ein paar Leichen. Ui, was war denn das jetzt? Die Dinger da, wo da rausfliegen, explodieren, oder? Ja. Okay, dann nehme ich den. Fliegen die auch raus, wenn ich fahre? Now how are we gonna find the Altor building? Biggest jo. Building down here. Ja, cool. Giant Altor sign on it. I don't think hoopala, this is a problem. Hoopala. Oh nein. Ich habe ein Problem. Okay, schnell ins Ufer rüber. So. Tabulator, greife auf die Karte zu. Okay, machen wir. Karte, Statistiken, Vorboten, Verboten. Verboten? Achso, ja, da. Ich dachte Vorboten, aber Verboten. Steht da dran. Ui. Da auch. Da unten sind wir. Na dann. Dann gucken wir mal, wo wir... Ach ja, denn da nehmen wir dann halt, wenn der Müllschlucker nicht mehr da ist, dann nehmen wir den da. Oh, schöne Spikes hat er. Im Auftrag des Teufels. Proe des Scepter. Who's laughing now? Hahaha, der ist geil. Ja. Oh, wir müssen da rein, oder wie? Hui. Ja gut, Ladies, wo führt ihr uns hin? Bestimmt noch tiefer in die Hölle. Look at us. Kinsey, Kensington, and Johnny Depp driving together. Auto kaputt, Auto kaputt, verdammt. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Ach, da kommt schon ein Motorrad. Sehr gut. Ach du Arsch! Stehen geblieben! Ich hab doch bestimmt Waffen, oder? Ja. Gut, dann nehmen wir den da. I think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle this? We handle it by killing demons. Ja, ist gut, aber ich nehme den da. Hellbat! Wo ist die Kinsey? Da. Sorry! Und die Bullen, oh, geht mir aus dem Weg, ihr dummen Bullen. Oh, sorry, sorry. Gut, ach, wir müssen da runter. Okay. So this is hell. Not as bad as I thought. Sorry. It kind of reminds me of Steelport. Ja, erinnert mich auch ein bisschen an die alte Stadt. Oh. Ach man, nix kann man umfahren. Das hasse ich. Oh. Muss ich da runter? Ja. Pff.
Jetzt ist der Kahn so tiefer gelegt, dass ich nicht mal den Dings da hochkomme. What if Dean doesn't have the boss? I'll probably still shoot him in the face. Wohin? Achso, wir sind vorbei. Den sagst du, Mann. Da müssen wir rein. Gut. Hey du. This reminds me of that one time I killed a lot of people. Hihi. Ui. Ui. Lauter Dämonen hier. Die können auch nicht Auto fahren. Mann. Hey, wer schießt denn da? Schießt da jemand? Nein. Der fliegt gleich in die Luft. Doch, da schießt doch jemand. Hey, du Arsch! Ich töte dich! Batsch! Ist er tot? Wo ist seine Knarre? Nein. Er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Spätestens jetzt. Und ich hab eine Knarre. Ist aber nicht so besonders cool. Egal. Gut, dann gehen wir mal noch einen killen. Oh oh. Oh oh. Überfährt er mich einfach. Ja, dann eine andere Knarre. Life is good. Life is good. Gut, dann gehen wir doch einfach mal da rein. Was ist denn das? Du alte Hure. Oh, holy. Wo kommt ihr denn eigentlich gerade alle? Oh ja, oh. Oh. Was ist denn das? Lass mich los! Scheiß kleiner Imp. Mann! Was war denn das für eine Scheiße hier? Alter! Hui! Dafür steht eine schöne Harley da. Gut, Waffen habe ich noch. Mann, kommt da auf einmal irgendwas daher, was mir in den Arm beißt. So ein kleines Mischding. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Ach ja. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an altar branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happened to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan. And Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face.
I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and... And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Johnny Gat, der Gargoyle. Und es lädt wieder. All right, you got me out in the sticks. Now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience an angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Okay. Great. Now you should have just enough clusters to power up your halo. Gut, das arcane Menü. Was haben wir denn da? Supersprint. Übernehmen. Mit dem Supersprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Und Flug. Du kannst nun in die Luft abheben, perfekt um die richtige Höhe für einen Flug zu erreichen. Halte leer gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen, um höher und weiter springen zu können. Kehre in Zukunft zum Arkanen-Menü zurück, um deine Kräfte zu verbessern und neue Elemente auszurüsten. Alright, let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. Wieso fliegt er nicht? Arsch. Hey, you didn't fuck it up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry, if something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Okay. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. I put out some orbs to show you the path. Muss ich die Dinger sammeln? Ja, muss ich. Oh. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow. Gut, machen wir einen Sturzflug. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. Okay. Holen wir die Kugel da. Und fliegen auf einmal schneller. All right, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Einmal leer drücken, während man fliegt, und man schlägt mit den Flügeln. Hat zwar nicht nach einem Flügelschlag ausgesehen, aber egal. Diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Jetzt habe ich die Dinger zwar ausgelassen, aber geil. Alright, take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. Och nö, scheiß Ausdauer. Drop like a rock. A stupid,
stupid, stamina-less rock. Last island is right under the lava fall. Let's get you back to the old Tor building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Wohin jetzt? Ach, nirgends. Okay. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough, and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Cool. Okay, da kommt schon wieder der Ladebildschirm. Und wir haben den Super Sprint gelernt. Den Flugabsprung. Den Flugflügelschlag. Und wir haben die Saints-Flügel. Zeige im Hades mit diesen fiesen Jungs-Flagge. Was wir über die Standardflügel gesagt haben, kannst du getrost vergessen. Diese Jungs hier sind etwas ganz Besonderes. Vorbesteller-Pack-Bonus. Du hast den Schädel des Narren freigeschaltet, der durch Shakespeare berühmt geworden ist und von den Seelen der Verdammten angetrieben wird. Kaufe die ultimative Verbesserung, um die volle Macht dieses besessenen Schädels zu entfesseln. Gut, dann will ich jetzt mal gucken, wie die Flügel jetzt aussehen. Immer noch gleich, oder nicht? Eigentlich schon. Greife auf das Aufgaben-Log zu. Das machen wir. 53 Aufgaben. 5 arkane Dinger. Neue Upgrades. Sprinteffizienz. Verbraucht weniger Ausdauer. Sprinttempo. Erhöhtes Tempo beim Supersprint. Preis 10. Preis 10. Ich hab 0. Flug. Das ist wichtiger. Flugausdauererholung. Regeneriere sofort 25% deiner Ausdauer, wenn du nach einem Flug landest. Jedes Mal, wenn du in die Luft steigst, erhältst du einen zweiten Flügelschlag. Drücke leer, um einen zusätzlichen Sprung oder Fluggeschwindigkeit zu erhalten. Mache höhere Sprünge und stärkere Flügelschläge. Was gibt's denn dann auch? Mit dieser Verbesserung kannst du engere Wendungen fliegen. Fliegen verbraucht weniger Ausdauer. Während du mit dieser Verbesserung fliegst, kannst du E drücken, um einen Luftstunt auszuführen, mit dem du Raketen ausweichen und Imps abschütteln kannst. Oh, gegen die scheiß Imps ist das bestimmt gut. Schwebe in der Luft, indem du rechte Maustaste gedrückt hältst und drücke dann Q, um deine Kräfte zu zünden. Tippe leer an, um dich von einem Puppenflug durch die Luft zu erholen. Außerdem stürzt du im Flug auch nicht ab, sondern machst einen Sturzflug, wenn du trudelst. Ja, das ist auch nicht schlecht, denke ich mal. Ich weiß zwar nicht, was ein Puppenflug sein soll, aber egal. Auf Kreuz. Achso, ja, das kennen wir ja erst schon. Obwohl, da können wir vielleicht schon was kaufen. Gesundheit. Gesundheit Upgrade. 2000 kostet es. Ja, holen wir. Leichtes Upgrade der Gesundheit des Spielers. Waffen. Du kannst 25% mehr Pistolenmunition tragen, brauche ich nicht, oder? Glaub nicht. Vorerst nicht. Boni! Verwandelt Löhne in 1200 EP. Wenn ich dann trotzdem noch Geld krieg, dann ist alles okay, aber wenn nicht, dann habe ich ein Problem, also warte ich mal ein bisschen ab. Aufgabenlog. Ach du heilige Scheiße. Sammle die Stampferkraft ein, sammle die Aurakraft ein, sammle die Blastkraft ein. Haben wir. Verdiene dir bei allen Höllenflugaktivitäten eine Goldmedaille. Übertrümpfe die Spitzenpositionen beim Folterbetrug. Zeig, dass du in Sachen Vandalismus der Beste bist. Meinst du, du schaffst es bei jeder Erlösungsaktivität eine Goldmedaille zu holen? Verdiene dir eine Goldmedaille für alle Gelegenheiten aller Aktivitäten.
Konvertiere alle Verteilerbereiche, um Satan zu zeigen, wer hier wirklich das Sagen hat. Ja, das machen wir. Übernimm für die Kontrolle, übernimm für dich mich die Kontrolle über alle Extraktionszentren. Ich meine für dich, uns, wie auch immer. Ich war gerade auch ein bisschen irgendwas. Wenn du alle Überlebendrunden schaffst, kannst du Satan zeigen, was für ein krasser Typ du bist. Weißt du, wozu der Cinderpool Predeceptor besonders gut geeignet ist? Zum Zermalmen kleiner Fahrzeuge. Überfahr ein paar umherirrende Seelen mit der Rambulanz. Ja, die Knallköpfe müssen von der Straße verschwinden. Aktiviere die uralten Altäre, damit ich meinen Büroschreibtisch nicht immer so mit Blut besudeln muss. Ha, ich bin schon ein lustiger Typ. Ah, nicht wirklich. Was denkst du, wie lange man in einem beschissenen Komet überleben kann? Würde mich mal interessieren. Komet, das war doch ein Auto. Ich dachte gerade irgendein anderes Komet-Dings da. Obwohl, das muss wohl brennen, das Fahrzeug. Ich selbst bin kein guter Flieger, aber du kannst es sein, wenn du einen Großteil der Kunstflugstellen findest. 75, okay. Eieiei, da gibt's aber noch einiges. Aufgrund der Reaktionen der Dämonen, wenn man ihnen in den Schritt schlägt oder tritt, kann man wohl annehmen, dass ihre Anatomie der menschlichen ganz ähnlich ist. Töte Dämonen, indem du sie dort triffst, wo es so richtig weh tut. Lauf wie der Wind. 25 Meilen. Ach du große Scheiße. Es gibt Niederschläge und es gibt Niederschläge mit Gotteskraft. Okay. Von der Straße aus sieht man so wenig von der Hölle. Du möchtest eine bessere Aussicht, dann breite deinen Flügel aus und flieg 30 Minuten lang in der Hölle herum. Setze Feinde mit der ultimativen Lavakanone in Brand. Sieh zu, wie die Babys brennen. Erfordert die ultimative Verbesserung. Verbessere deinen Schwefelangriff, damit die Dämonen Säure husten. Erfordert ebenfalls die ultimative Verbesserung. Das alte Schätzchen ist eine Prachtwumme. Was? Weiß nicht. Schalte jemanden mit einem Treffer aus, um Satan zu zeigen, dass er nichts gegen dich ausrichten kann, Kumpel. Also Headshot. Was schätzt du, wie viele Kopfschusskills du zusammenbekommst? Gut, 30 wird hier kein Problem sein. Wenn du genug Dämonen in die Luft jagst, dann bekommst du Satans Aufmerksamkeit, ganz bestimmt. Die 7 Todsünden, die 7 Todwaffen. Ich habe den Eindruck, dass sie irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Finde sie alle, damit wir es herausfinden können. 7 Todwaffen. Das hört sich ja mal genial an. Ich wette, wenn du alle Waffen verbesserst, steigt Satans Blutdruck bis durch die Decke. 20 verbessern. 20 Waffen gibt's, cool. Es gibt eine universelle Konstante, auf die man immer zählen kann. Dinge explodieren. Hinter Arkanenrunen verstecken sich Dämonen, die andere beschwören. Die Mistschweine sollen in ihren Verstecken verrecken. Die Hölle steckt voller rothäutiger Dämonen, die ermordet werden müssen. Und das Beste daran, sie haben es alle verdient. Archdukes kontrollieren die Verteilerbereiche. Sie sind Satans Lieblinge. Wenn du sie tötest, steigt die Zornanzeige rasant. Na dann. Das da. Schalte genug Grenadiere aus, damit Satan etwas merkt. Ja. Mal sehen. Diese Schattendämonen, die sich ständig teleportieren, sind echt nervig. Was? Ich wette, du willst sie einfach nur umlegen, oder? Imps sind klasse, wenn sie auf deiner Seite sind. Und wenn nicht, dann leg sie um, als gäbe es kein Morgen. Die Legionäre müssen weg. Schalte so viele aus, wie du kannst. Irgendwas an den Brutdämonen erinnert mich an meine alte Bruderschaft. Gute alte Zeiten, wie auch immer, das sollte dich nicht davon abhalten, sie in Matsche zu verwandeln. Was hat denn der da in der Hand?
Das wird bestimmt Aua machen. Das steht bestimmt auf Sadomaso. Entfessle massiven Hass auf die Tragödien-Dämonen in der Höhle. Die haben es verdient. Nicht in der Hölle, sondern in der Höhle. Es gibt hier also auch Höhlen. In der Hölle. Satans Panzer sind eine echte Qual. Aber es ist gut fürs Geschäft, wenn du sie zerstörst. An die Arbeit. 40 Satans Panzer. Ich will so ein Ding fahren. Ich setze viel Geld darauf, dass du wenigstens das schaffst. Metaphorisch gesprochen. Echtes Geld werde ich hier sicher nicht verwetten. Schaffst du das alles, beweist du damit, dass du ein ziemlich guter Höllenkönig bist. Ich würde dich wählen, natürlich nur, wenn die Hölle eine Demokratie wäre. Das ist ein Krieg um Land, mein Freund. Erobere jeden Quadratzentimeter der Schmiede, damit Satan sich windet. Oh, ich habe einen Quadratzentimeter von 17, okay. Ärgere Dämonen mit einem Stock oder wünsche bei jedem Nieser Grüß Gott. Egal wie, heiz ihnen gehörig ein. Oh je, oh je. Bei den meisten Transportmöglichkeiten in der Hölle setzt du buchstäblich auf heißen Kohlen. Ich muss 45.720 Meter fahren. Die Hölle hat viel zu bieten. Besuche alle Bezirke, wenn du die Gelegenheit hast. Ein Besuch in der Hölle wäre nichts, wenn du nicht die spezielle Küche dort erleben würdest. Besuche alle 3 Tacos Malus Drive-Ins. Hey, das heißt doch hier Get Out of Hell, oder? Das ergibt nur Sinn, wenn du auch als Ich spielst. 120 Minuten als Get spielen. Ich tratsche ja nicht allzu viel, aber über einige Bereiche der Hölle habe ich eine klare Meinung. 30 Gelaber-Kommentare hören, okay. Get braucht nicht zu glauben, dass er den ganzen Spaß für sich beanspruchen kann. Ich stecke auch in dieser gottverdammten Hölle. Und 120 Minuten mit Nutellen, mit Kinsey spielen. Ich habe ein paar besondere Sehenswürdigkeiten, die ich gerne kommentieren würde. 30 Kommentare von Kinsey. Willst du alle Informationen über die Hölle? Dann such dir alle Kapitel von Satans Bestseller zusammen, dem Leitfaden für die Hölle. Ich habe nichts zu verbergen. Sammle alle meine Bücher ein, wenn du willst. Wenn du die Seelen einsammelst, macht dich das nicht nur noch fieser, sondern es wird auch Satan vor Wut kochen lassen. 940 Seelen. Eieieiei, okay. Gut, dann würde ich sagen, das war die erste Folge. Und wir sehen uns morgen zurück in Saints Row Get Out of Hell. Bis dann. Tschüss.